Herzlich willkommen hier zurück zum ersten FIFA 19 Video und zwar zu Ultimate Team. Wir werden jetzt Ultimate Team beginnen und werden uns da sicher freuen darüber. Denn letzte Party begin, wird ein Kader-Update benötigt. Kader-Aktualisierung läuft. FOT Team Update heruntergeladen. Weiter! Team der Woche. Welcome to FIFA Ultimate Team, the best place in FIFA 19 to build your dream squad. FUT rewards you for how you play on the pitch. Each match earns you coins and rewards to upgrade your ultimate team. Compete with millions of other FUT players on the transfer market as you customize your squad to suit your playstyle. Whether you're playing head-to-head online or solo against teams from the community in squad battles, you'll always find the right match. This is where your journey begins. Let's start building your ultimate team. Willkommen bei FIFA Ultimate Team. Deine erste Entscheidung als Manager ist deine Startmannschaft. Wähle jetzt dein Starter-Set. Starterpack England. Me! Das ist deine erste Mannschaft. Schau dir deine Spieler gut an. Im Anschluss werden wir einige Verbesserungen deines Ultimate Teams vornehmen. Ein Leihspieler wird dein Team nun verbessern. Er steigert dein Können auf einer bestimmten Position und hilft deinem Team in den ersten Partien. Leihspieler stehen dir im Ultimate Team für eine bestimmte Anzahl an Spielen zur Verfügung. Okay. Wenn sie die absolviert haben, verlassen sie deinen Club wieder. Du kannst nun aus einigen. Jeder Club braucht eine Identität. Also fang mit dem Heim- und dem Auswärtstrikot an. Wenn du im Spiel neue Trikots erhältst, kannst du diese Auswahl ändern. Ganz klar, Liverpool, ich als Liverpool-Fan. Stärkt deine Team-Identität. Sobald du im Spiel neue Wappen erhältst, kannst du diese auch. Keine Ahnung, habe ich jetzt auch zugenommen. Du kannst nun einige Kurzaufgaben abschließen, um dich mit ein paar Ultimate Team-Grundlagen vertraut zu machen. Da du deine erste Aufgabe gemeistert hast, kannst du dir jetzt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich welche habe, aber ja, 50. Gut, wir ziehen am Pack. Was bekommen wir? Gonzales. Keine Ahnung, ob der gut ist. Barnes. Er ist schon Österreicher. Er ist sehr gut. Den haben wir gut bekommen jetzt mit Barnes. Haben wir sicher, den wir brauchen können. Wir werden uns das dann alles später anschauen. Jetzt werden wir mal. Das ist blöd. Also, es wird Fellaini werden, aus dem Grund, weil ich werde Französisch vielleicht nicht machen, Spanisch, dabei auch nicht. Ja, nehmen wir Fellaini. Hätten wir zwar
gern was anders gewünscht, aber ist okay. Neymar, der Turnier. So, Jumbo Premium Gold Bag. Ederson ist da. Haben wir sicher eine gute Karte. Ederson ist sicher eine gute Karte. Gleich mal schauen. Preisvergleich. Ja, den kann man da schon gut raushandeln. So, nächster. Werden wir vielleicht. Ach so, was? Oh. Wenn wir das mal nehmen? Okay. Da werden wir dann gleich eine Partie spielen, Aufstellung bearbeiten, nämlich. Ist natürlich ein bisschen schwer jetzt, denn ja, es wird. Es dauert jetzt ein bisschen, bis ich da reinkomme. Ich spiele es. Ich habe schon mal gespielt vor Jahren. Und umso schwerer ist es natürlich jetzt hier.
Da. Das für mich jetzt da ein bisschen reinzukommen. So. Und so treten wir jetzt einmal an. Das mit den Mannschaftseinstellungen werde ich nachher machen. Wir werden jetzt einen Spieler mal spielen. Warum heißt ich eigentlich Paris AC? Kann man das ändern? Jesus Christ, warum heißt ich Paris AC? Das macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Was hat der Gegner für ein Team? Ein brasilianisches Team. Na gut, ich habe das noch nicht alles ausgestellt, Kommentator. Goal for the visitors. Number 19, Alessandro Pato.
23, Jack Cole. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Thank you.
23, Jack Cole. Oh mein Gott, ich habe gerade gemerkt, dass... Oh, ich habe gemerkt, die Stummtaste ist gedrückt und ich weiß, warum ich sie gedrückt habe, weil mir das auf den Nerven gegangen ist, gleich am Anfang. Oh mein Gott. Ah, Fail. Egal, Fail ist dahin. Erstes Fail, erste Folge. Was mir aufgefallen ist, nach ein bisschen Einspielen ist es jetzt gegangen. Ashley Barnes hat sich sein erstes Trefferchen für uns. Zudem ist mir auch aufgefallen. Ja, Einspielen eben. Sage, oh, jetzt geht's dahin. Ja, einspielen und warum ich Paris FCA ist, das muss ich schauen, ob ich das ändern kann. Ja, leider spielt er ja nicht lang bei uns. Nur für Spieler, da brauchen wir einen Ersatz, aber wir haben einen anderen Stürmer auch. Auch sehr schöne Grätsche hier. Ja, das mit dem Ausschießen habe ich auch noch ein bisschen Probleme gehabt.
So sieht's auch aus. Referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Knapp. Passt, das war's. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und das war unser erstes Match. Ich werde ein bisschen nach oben schauen. Bis dann, mach's gut und ciao.